Hallo meine Lieben zu einem neuen Video. Ein neuer Book and Talk Vlog wird das heute, die Nummer 6 glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da ich verdammt viele Bücher habe, fange ich am besten gleich an, ohne groß drüber zu reden, sondern fange gleich mal mit den Neuzugängen an. Die werden euch wahrscheinlich am meisten interessieren. Ja, ich fange an mit der Bestellung, die ich bei Amazon getätigt habe, und da zwar fehlen da aber noch zwei Bücher. Ich weiß leider nicht ganz genau, an was es liegt. Ich habe die zwei, die ich euch jetzt zeige, letzte Woche Sonntag bestellt. Also heute ist Mittwoch. Letzte Woche Sonntag habe ich die bestellt und Montag habe ich sie schon. Nee, Samstag habe ich sie bestellt und Montag habe ich sie schon bekommen. Und die zwei anderen Bücher, die habe ich schon vor letztes Wochenende bestellt. Und die sind aber immer noch nicht da. Und ich weiß leider nicht warum. Also ich habe mir einmal bestellt Magic Girls Teil 9, die dunklen Verräter. Das habe ich auch schon gelesen. Das ist ja immer nicht so dick, 167 Seiten glaube ich hat es. Und ich liebe ja diese Reihe total und deswegen habe ich es einfach zwischendurch mal schon mal gelesen. Genauso wie das Buch von Jutta Wilke, Schwarz wie Schnee. Auch dieses Buch habe ich schon gelesen. In diesem Buch werde ich euch jetzt gar noch nicht so viel verraten, weil da wird es in der nächsten Zeit sowieso die Rezension dazu geben. Und ansonsten werde ich euch auch so gut von allen Büchern einen Link in die Infobox packen. Da könnt ihr auch selber schauen, weil wenn ich jetzt zu jedem Buch diesen Inhalt erzähle, dann dauert das Video eine Stunde und ich glaube, das will sich keiner antun. Dann hatte ich ein Buch gekauft, ich weiß aber nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, ich war mir nicht sicher, von Richard Haken, Ihr unschuldiges Herz. Ich bin mir nicht sicher gewesen, ob ich euch das schon gezeigt habe, deswegen zeige ich es jetzt nochmal. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, auch das habe ich schon gelesen, aber wie gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, doch ich glaube, ich habe euch das sogar schon gezeigt, oder ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich mir gekauft in unserer Buchhandlung des Vertrauens den zweiten Teil von House of Night. Da hatte ich ja jetzt schon den ersten euch gezeigt und auch schon gelesen. Da habe ich mir jetzt den zweiten gekauft, weil mir der Auftrag eigentlich sehr gut gefallen hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir den zweiten auch mal, um zu gucken, ob der interessanter ist oder besser ist oder nicht besser ist. Ich weiß ja nicht, wie die Reihe sich entwickelt. Deswegen, ja. Den. Und dann noch habe ich mir gekauft von Gillian Hoffman Argus, ein Thriller aus dem Wunderlich Verlag. Von Gillian Hoffman habe ich ja Mädchenfänger gelesen und Cupido und Morpheus zu Hause, aber noch nicht gelesen. Und Argus hat mir einfach super, super gut gefallen. Und dann habe ich bei Avell eine Bestellung getätigt, weil mein Freund sich beschwert hatte, dass er nichts mehr zu lesen hat, weil er ist halt doch mehr so die Fantasy und historische Romane sparte und da habe ich nicht so viel. Und ja, deswegen habe ich da bestellt. Da gab es ja jetzt von der Frankfurter Buchmesse diese Aktion mit 30 Büchern und 30 Hardcover-Büchern für jeweils 4,95 und da habe ich einfach mal zugeschlagen. Und zwar einmal für mich, Thea Dorn, Mert im Mädchenmörder, ein Liebesroman, ein Thriller. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf. Das Cover hat mich total angemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das finde ich ganz klasse. Ich habe auch von Thea Dorn noch nie irgendwas gehört bzw. gelesen. Ich weiß auch nicht, ob die was mit Wolf Dorn zu tun hat. Ich habe es noch nicht rausfinden können, ich weiß es nicht. Aber ich finde, der Klappentext klingt sehr gut, beziehungsweise ja, der Klappentext auch und auch der Rückentext, finde ich, klingt sehr gut. Und da bin ich einfach schon mal gespannt darauf. Ja, dann habe ich die drei Bücher für meinen Freund. Und zwar, ach ja, hier ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der Mangel hier unten. Also einmal der Mängelexemplarstempel und dann ist hier so eine Delle. Aber ich glaube, das ist so, wie ich gesehen habe, der einzige Mangel. Und ich finde, damit kann man leben, weil wenn das Buch so im Bücherregal steht, sieht man davon nichts. Ja, dann habe ich einmal für meinen Freund das Medici-Siegel, Intrige, Abenteuer und Verrat und das Genie Leonardo da Vinci. Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß es auch nicht so ganz genau, aber so ein bisschen was zwischen Thriller und historisch und ja, Geheimbund und so Zeug, glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob ihm das gefällt. Hier habe ich überhaupt gar keinen Mangel entdecken können, außer vielleicht ganz leicht hier so eine Delle von der Verpackung, also von diesem Band wahrscheinlich, was da immer drum ist, aber für 4,95. Also die vier Bücher, die ich euch jetzt gezeigt habe, also Thea Dorn und die, wo jetzt dann noch kommen, haben, die hätten jeweils 19,95 gekostet. Also von dem her habe ich jetzt, 20, 40, 60, 80 Euro, aber nur 20 bezahlt, also 19,80 Euro anstatt 80 Euro. Und das finde ich schon nicht schlecht.
Dann habe ich noch bestellt für ihn Mysteria, das Tor des Feuers von Peter Freund. Ein Fantasy-Roman, ja, irgendwie mit Parallelwelten und gefährliche Wesen und mächtiger Verschwörung und uralter Geheimnisse. Auch dieses Buch fand ich total schön, auch das Cover finde ich hübsch. Hier habe ich jetzt eigentlich auch nicht direkt einen Mangel gefunden, außer halt hier unten wie typisch halt diese Dellen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, diese Dellen hier unten. Also, aber wenn das das Einzige ist und dafür, ja, ich 5 Euro bezahle, dann komme ich da nicht um. Und dann noch von Monika Felten, das Vermächtnis der Feuerelfen. Auch hier wieder Fantasy, auch wieder Hardcover, auch wieder 4,95. Ihr solltet da unbedingt bei Avell mal gucken. Die haben echt ganz tolle Bücher für eben 4,95 und ich finde den Preis einfach unschlagbar. Gerade für Hardcover, wie gesagt, wenn ich es jetzt nochmal vorrechne, 80 Euro hätte ich bezahlen müssen, 20 habe ich bezahlt, finde ich das schon wirklich ein Knaller. Ja, und dann habe ich noch zwei Bücher überraschenderweise vom Verlag zugeschickt bekommen. Das hat mich total gefreut. Ich hatte ja Hello rezensiert gehabt dieses Jahr, ich glaube im August, wenn ich mich nicht täusche. Und da hat mir der Verlag den zweiten Teil geschickt, und zwar Hades von Alexandra Adonetto. Da war ich total überrascht, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Habe mich aber wahnsinnig gefreut. Und dann noch von Simon Beckett unter anderem Tatort Tannenbaum. Da hatte ich ja letztes Jahr schon, also es ist so eine Kurzgeschichtensammlung mit Weihnachtsthrillern oder Thrillern, die sich um Weihnachten drehen. 12 Stück, glaube ich, sind es. Nee, 12, genau, 12 Kurzgeschichten von 13 Krimi-Autoren. Und da hatte ich ja letztes Jahr schon Tatort Tannenbaum, glaube ich, hieß das auch, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie hieß das denn? Na, auf jeden Fall war das auch so eine Kurzgeschichtensammlung, die um Weihnachten spielt und eben, ja, Krimis eben beinhaltet. Und das hat mir damals ganz gut gefallen. Ist auch wieder ein schöner Geschenktipp zu Weihnachten. Da wird es ja auch wieder ein Video von mir geben. Und ja, da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Ja, und das waren jetzt meine Neuzugänge. Ihr seht, es ist einiges eingezogen, aber gerade hier bei Avell konnte ich überhaupt nicht widerstehen. Also für 4,95 diese Hardcover-Bücher fand ich klasse. Und ja, die anderen Bücher, die sind einfach so bei mir eingezogen. Also Jutta Wilke war ein Muss. Ich meine, ich habe alle anderen Bücher von Jutta Wilke und das musste einfach sein, genauso wie der 9. Teil von der Magic Girl-Reihe. Ich hätte mir auch den 10. gern noch gleich bestellt, den gab es aber bei Amazon momentan nicht. Warum auch immer. Ja, jetzt habe ich schnell geredet, jetzt weiß ich gar nicht, wo es weitergeht. Jetzt muss ich mir mein schlaues Büchlein aufklappen. Ups. Genau, ja, das waren jetzt meine Neuzugänge nochmal. Und das Tal 2.2 und 2.3, da warte ich eben noch drauf. Das sollte eigentlich schon längst da sein, ich weiß aber nicht, wo es ist. Ja, und dann wollte ich euch noch was zeigen, aber jetzt weiß ich wieder nicht, wo es hin ist. Ich habe mir nämlich einen total hübschen, ach hier, einen total hübschen Bleistift gekauft. Das ist ja eigentlich jetzt nichts Besonderes, einen Bleistift zu kaufen, aber nicht so einen hübschen. Ich weiß aber leider nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und zwar hat der hier so, ist hier so genoppt quasi, und das ist so Glitzer. Und hinten ist ein echter Swarovski-Stein drauf, ein echter rosaner Swarovski-Stein. Oder als ich das bei uns in der, ja, im Zeitschriftenladen entdeckt habe, die haben eben auch so ein bisschen so Spielzeugsachen oder so Geschenksachen, musste ich den einfach haben. Ich hoffe, ihr habt das jetzt sehen können, diesen hübschen Swarovski-Stein. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Aber ich fand den hübsch und ich habe ihn mir gekauft, auch wenn 2,95 für ein Bleistift echt teuer ist. Aber ich habe ihn mir kaufen wollen. Ja, mit was geht's denn weiter? Ja, wir machen am besten gleich mit der Frage der Woche weiter. Die hat mir eine junge Frau, glaube ich, gestellt. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Ich sollte mir das angewöhnen, aufzuschreiben. Und zwar war die Frage, wie viele Tiere ich habe, weil es ja doch immer wieder mal eine Katze im Hintergrund rumspringt oder ich mal irgendwelchen Pferden erzähle. Aber die meisten werden es wahrscheinlich wissen, die mir schon länger zuschauen, die wissen, ich habe drei Katzen und ein Pferd. Das wissen aber, glaube ich, die meisten. Mein Paulchen wird nächstes Jahr 10. Nee, Quatsch, der ist dieses Jahr 10 geworden. 10 Jahre habe ich ihn. Genau, im August ist er 10 Jahre geworden. Die Maya ist 5 und die Vicky ist knapp eineinhalb, also so um den Dreh rum. Und mein Pferd ist 22. Die wird nächstes Jahr 23. Ja, also drei Miezekatzen und ein Pferd. Ich hätte immer gerne noch einen Hund, aber das ist einfach momentan in der Mietwohnung und einfach nicht genug Auslaufmöglichkeiten für mich. Keine Debatte, auch wenn ich immer gern einen hätte. Aber drei Katzen langen auch.
Und jetzt schließt sich dann für mich die Frage gleich mal an euch. Das würde mich sehr interessieren, wie da die Dichte bei euch so ist. Ob ihr vielleicht Haustiere habt, würde mich interessieren, wenn ihr mir schreiben würdet, was ihr so für Haustiere habt. Und einfach in die Kommentare unten rein. Da freue ich mich immer sehr drüber. Einfach auch, ob ich vielleicht noch andere Tierliebe-Abonnenten habe. Und ich weiß, dass viele Katzen haben. Oder vielleicht hat auch jemand irgendwas ganz Exotisches, Schlangen oder ich weiß es nicht, Spinnen oder was weiß ich nicht, keine Ahnung. Sowas in der Art. Ja, die geplante Rezi für Samstag wird sein Der will doch nur spielen von McCabot. Und das hat mir ja echt gut gefallen. Das Buch fand ich ganz klasse. Ich bin gespannt, ob es von euch schon jemand gelesen hat. Das ist ja schon älter, von letzten, nee, von doch von 2011 ist es ja schon. Aber ich fand es total süß. Mir hat es echt gut gefallen. Und vielleicht hat es einer von euch schon gelesen. Die Rezi von Dienstag, also von vorgestern, weiß ich nicht, ob ihr die gesehen habt. Die werde ich euch mal in die Infobox noch verlinken oder auch hier irgendwo hin, wenn ich dran denke. Hi Maya. Oh, stimmt. Oh. Bist du eine kleine Heuschule? Ja. Bei uns ist nämlich total schönes Wetter und die Maya möchte gerne auf dem Balkon. Aber jetzt bin ich ja gerade im Video drehen und da kann ich sie nicht auf dem Balkon lassen. Da muss ich noch ein bisschen warten. Genau, die Rätsel von Dienstag, die Spiele des Lebens von Veit Ezzold, die werde ich euch hier irgendwo verlinken oder auch in die Infobox setzen. Meine geplanten Bücher für die kommende Woche habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Ich hatte ja vor 2 Wochen euch, glaube ich, gesagt, ich möchte gerne House of Night zu Ende lesen, ich möchte das Tal lesen, ich möchte Todesnähe lesen und ich möchte Wolfenspiele lesen. Die Hälfte ist was geworden, die andere leider nicht. Also House of Night, den Teil 1 habe ich gelesen. Todesnähe habe ich auch gelesen. Wolfenspiele leider nicht. Irgendwie war mir da nicht so danach. Und das Tal 2.1 wollte ich lesen, aber mein Freund ist mir zuvor gekommen und hat es mir unter der Nase weggeschnappt. Also da habe ich keine guten Chancen gehabt. Aber zumindest 2 davon sind erfüllt, und zwar Todesnähe und House of Night Teil 1. Die Zeichen, glaube ich, nicht sehr. Ja, also und für die kommende Woche habe ich mir jetzt gar noch nicht so sehr viel vorgenommen, weil ich habe den Monat schon relativ viel gelesen. Also ich bin ganz erstaunt. Also im Moment lese ich, das möchte ich auf jeden Fall bis in 2 Wochen lesen, Puphormon von Heike Eva Schmidt. Das habe ich ja zum Geburtstag bekommen und jetzt habe ich mir endlich mal geschnappt. Ich fand irgendwie, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Und ich würde gerne, aber das ist natürlich alles nur Wunschdenken, Shades of Grey Teil 2 noch diesen Monat lesen, das habe ich mir vorgenommen. Und, ich weiß es nicht, ich habe zurzeit so viele gute Bücher auf meinem Sub. Aber ich glaube, dieses hier, Mädchenmörder würde ich gerne lesen. Ja, also dann fasse ich es jetzt mal zusammen für euch, was ich gerne lesen würde. Puphormond möchte ich zu Ende lesen, den Mädchenmörder möchte ich gerne lesen und Shades of Grey 2. Das interessiert mich ja doch. Ich weiß nicht, ich habe ja viel von Shades of Grey Teil 2 gehört und da war auch viel Gutes dabei. Ich bin gespannt, ich weiß es noch nicht so ganz genau, weil da ja doch viel über Christian Grey wohl erzählt wird oder da viel von ihm erklärt wird und da bin ich schon sehr gespannt darauf. Also von dem her lasse ich mich überraschen. Ja, und das letzte, der letzte Punkt ist ja aktuelles Buch und zuletzt ausgelesenes Buch. Ja, aktuelles Buch ist Purpurmond von Heike Eva Schmidt und Jutta Wilkes Schwarz wie Schnee habe ich jetzt zuletzt gelesen. Das wäre jetzt ein sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Werde ich wahrscheinlich eine Rätsel jetzt im Anschluss gleich noch drehen. Deswegen wundert euch nicht, dass ich in den nächsten Videos alle gleich aussehe, weil ich habe heute wieder Lust auf ein paar Rezensionen. Muss ich auch drehen. Ich habe jetzt wieder 3 Bücher, die ich rezensieren darf. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Aber Jutta Wilke, Schwarz wie Schnee, kann ich nur empfehlen. Hat mir gut gefallen, hatte ich gar nicht erwartet. Ist ein bisschen irre und wirre. Aber da könnt ihr euch auch meine Rezensionen gespannt. Meine Rezension gespannt sein. So, alle Bücher, die ich jetzt gezeigt habe, werde ich in die Infobox packen, wenn ihr euch dafür interessiert. Bitte verzeiht mir, dass ich nicht zu jedem den gesagt habe, um was es geht. Bei den meisten weiß ich es nicht und bei manchen hat es mich auch nicht interessiert, weil die sind sowieso nicht für mich. Also gerade diese ganzen Fantasy-Bücher für meinen Freund, da habe ich mir gar nicht, die habe ich mir gar nicht so ganz genau angeschaut, weil Fantasy ist ja nicht so mein Genre, wobei ich glaube, dieses Mysteria, das Tor des Feuers, also dieses hier, tatsächlich wahrscheinlich sogar lesen würde. Das finde ich, klingt ganz interessant.
Und dann habe ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Ich bin schon fertig. Denkt an meine Fragen, Haustiere, ob ihr welche habt, würde mich interessieren. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß bei der Frankfurter Buchmesse. Ich war ja leider nicht da. Ich wäre gerne gefahren, aber es ist einfach finanziell dermaßen unrealistisch für mich, weil ich wohne eben im tiefsten Süden und bis ich in Frankfurt bin, würde ich weiß nicht, 150 Euro für ein IC, für ein Zugticket ausgeben und das ist mir einfach beileibe zu teuer. Das ist einfach, nee, das ist mir zu teuer. Also wenn ich mit dem Auto fahren könnte, aber das ist dann auch wieder viel zu weit. Ich meine, da fährt man fast 4 Stunden und da weiß ich gar nicht, wo ich da losfahren müsste. Und der Preis, der realisiert sich für mich einfach nicht. Also ich sehe die Relation dazu nicht. Ich habe ja durch euch diese ganzen Messeberichte, die ich mir jetzt anschauen kann und deswegen vermisse ich da auch nicht so viel. Ich weiß ja, ich glaube, dass es eh sehr, sehr voll wieder war, was ich so von vielen mitbekommen habe. Und ich glaube, da habe ich auch nicht so viel verpasst, denke ich. Aber irgendwann gebe ich mir das mal, aber im Moment sehe ich, habe ich einfach keine 150 Euro Zugtickets übrig. Und deswegen, nee, 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 habe ich glaube ich nichts verpasst. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Bei uns ist es traumhaft schön, also hier in Bayern. Ich hoffe, bei euch auch, wo auch immer ihr mir gerade zuschaut. Und die Sonne dieses nächsten Tage soll es ja auch so bleiben. Ich bin gespannt und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Das war jetzt die Maya, die gerade vom Sofa abgestürzt ist. Und bis die Tage. Tschüss!